Rebecca Deborah. Heute für euch im Test das Geisterstunde Leuchtsortiment von Komet. Ja, Qualität, ne? Ja, also es besteht aus über 130 Effekte, 10 Teile. Und wir schauen jetzt nochmal schnell rein, was es hat. Also wir haben hier Wunderkerzen, da haben wir hier Bodenkreisel mit Farbwechsel, dann haben wir noch einen Bodenkreisel mit Farbwechsel, was haben wir hier? Wir haben hier Kugel mit Sprühen, Knister und Knalleffekten, ja, das sind diese Blitzknatterbälle, wie manche von euch die kennen. Da haben wir hier noch mal Wunderkerzen und Blitzfontäne mit Knister und Knattereffekten und das Werfen und Knallen, ja, Teufelstanz, ich weiß nicht, Knallschnüre. Und dann haben wir noch den Bodenrotor mit Blitzlichteffekt. Ja, das ist das Geisterstunde Leuchtsortiment. Hat eine NEM von 124 Gramm. Ist natürlich Cut 1. Und ja, ab 12 Jahren. Das Sortiment werde ich für euch testen. Und dann sehen wir uns gleich beim Test. Haut rein, Leute. So, also als erstes machen wir die Golden Lights aus dem Geisterstunden-Sortiment. Ja, normale Wunderkerze. Ja. Also für so eine kleine Wunderkerze auf jeden Fall ordentliche Brenndauer. So, als nächstes die Magic Sticks. So, ich muss noch erwähnen, dass ich gleich 10 auf einmal mache. Ja, weil dann geht es einfach schneller und vielleicht sieht's dann noch schön aus. Jawolski. Ja, auf jeden Fall ganz schön hell. Sehr kurze Brenndauer, aber ich glaube, das war vielleicht wegen der Hitze. So, eine Massenzündung von allen Wunderkerzen. Und so machen sie auch viel mehr Spaß. Die Spiderlights. Wir zünden 2 Stück davon. Die Zündschnurbeln nicht. Ja, ein bisschen mau, die Brenndauer ist ein bisschen mau, ja, aber okay. Der zweite. Ja, okay. Die Spiderlights, Massenentzündung. Jawohl.
als nächstes der Geisterstunde Bodenwirbel. Machen wir auch zwei Stück von. Oh, der war gut. Also da muss ich sagen, echt, wow. Also habe ich jetzt nicht gedacht, dass er so gut wird. Der zweite. Ja, okay, gut. Das war ein Sprühwirbel. Aber gut, wir machen jetzt einen dritten. Ja, also die Dinger sind eigentlich relativ gut. Als nächstes die Horrorhaus. Die. Also auf jeden Fall auch eine lange Brenndauer. Ja. Der zweite. Ja, also mit dem Artikel bin ich zufrieden. Horrorhaus, Massenzündung. Boah, die Flaschen, Alter. Alter Verwalter. Ja, das waren sie. Das nächste, das ist der Teufelstanz. Aber das sind Knallerbsen. Das, ja, das, was ich mit Schnüren mal gemeint habe. Ja, ich glaube, die Knallerbsen müssen wir jetzt für euch nicht unbedingt machen, oder? Ihr wisst ja alle, wie sie klingen. So, und zum Schluss machen wir die Mystery Balls. Und zuerst möchte ich erstmal wissen, ob dort Kügelchen oder so ein Knattersatz enthalten ist, weil manche unter euch, die Pyro sind, wissen, dass die mit Kugeln besser knallen müssen, als die mit dem Knattersatz, also mit den Kügelchen. Jawohl, schaut euch das an, Leute. Es sind, kann man im Licht schlecht erkennen, aber es sind Kugeln drinne. Also auf jeden Fall, ja, komm, also auf jeden Fall habt ihr gesehen, da sind Kügelchen drin. Gute Arbeit, Komet. So, ich habe jetzt einen kleinen Selfmade gemacht, also ich habe den Ball auseinandergenommen, mal sehen, ob das funktioniert. Jawohl. Ja, ein bisschen kurz. Der nächste Magic Ball. Auf jeden Fall rasante Brenndauer. Ja. Und dann machen wir noch einen. Wir versuchen ihn in die Luft zu werfen, da sollte es noch schöner aussehen.
Jawohl. Ja, auf jeden Fall ein guter Artikel. Und zu guter Letzt Mystery Balls, Massenentzündung. Oh, was ist denn da passiert? So, also mein Fazit zu dem Geisterstunde-Sortiment. Das Geisterstunde-Sortiment ist auf jeden Fall ganz schön vielfältig gestaltet. Ja, hat verschiedene Artikel, die ja knattern oder die ja rasant abrennen. Ich habe es mir bei Netto für 4 Euro erworben und ja, 4 Euro, ich sag's mal so. Es ist eigentlich ein relativ hoher Preis für das Geisterstunde-Sortiment. Deswegen geht bei mir jetzt nur eine bedingte Kaufempfehlung raus. Aber es macht schon Spaß zu zünden. Dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Oder, naja, wenn ich Zeit habe, sehen wir uns bestimmt im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und dann haut rein, Leute.